Fantastic. Guten Tag, willkommen zu einem neuen Spieletest und dieses Mal Knights vs. Orcs oder auch besser gesagt Heroes of War spielen wir heute. Ich habe das Spiel ganz kurz mal angespielt, aber noch wirklich nicht viel. Allerdings habe ich schon eine Gilde gegründet. Also sollte wirklich, wie gesagt, nur ein Spieletest sein. Ich habe es im Store gesehen. Wurde mir vorgeschlagen als neue coole App, so weiter und so fort. Ihr wisst es ja. Und ja, habe eine Gilde gegründet und die gucken wir uns jetzt mal an. Meine Gilde heißt Mobile Fanboy. Hat dieses schöne rot-blaue Logo und ja. Bin momentan noch alleine da drin verwalten. Ich habe momentan noch niemanden, der hier dabei ist. Ihr könnt dann beitreten, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, das Spiel ist natürlich wieder so ein klassisches Aufbauspiel mit Kampf, wie wir das ja auch gewohnt sind. Wir haben ein Goldlager und ein Öllager. In diesem Fall haben wir Öl. Und wie gesagt, ich wollte einfach mal nachgucken, so als, ja, ist es eine Clash of Clans Alternative oder ist es vielleicht keine? Wir können auch verschiedene Sachen bauen. Wir können zum Beispiel noch eine Kanone bauen. Mauern kann ich natürlich auch noch bauen. Werde ich allerdings jetzt noch nicht machen. Was haben wir denn noch? Wir haben einen von zwei Bauarbeitern, haben wir sogar noch frei. Deswegen Verteidigung. Warte mal. Ressourcen. Goldmine, Arbeiterhütte, habe ich auch noch eine. Ah, okay, ich brauche dafür so einen Hammer. Ah, okay. Ja, ich will das doch gar nicht. So, Goldmine will ich bauen. Ich will eine Goldmine bauen und die will ich hier vorne hinsetzen. So. Die dauert jetzt 10 Minuten, das andere dauert noch ein bisschen was. Ich habe in meinem Armeelager einige Orks ausgebildet. 15 Stück an der Zahl. Und wo ist denn hier die Kaserne überhaupt? Die Kaserne ist... Es ist eine Arbeiterhütte. Tut mir leid, Leute, ich bin hier wirklich noch nicht fit in diesem Spiel. Ah, du bildest die auch da drin sofort aus. Offensive ausbilden. Infanterist ist das. Okay. Wir arbeiten uns mal so durch. Events, Quests gibt's natürlich auch alles so. Normale Quest, wollen wir mal machen? Okay, Start. Neue Quest in 3 Minuten irgendwas. Okay, wir wollen mal gucken, dass wir jetzt... Folgendes wurde gebaut, Kanone Level 1. Wunderbar. Wenn ihr euch das Spiel laden wollt, ich wie immer bei Tests, wird der Download-Link hier drunter verteilt. Ich will einfach jetzt mal das erste der Kampagne mal machen. Ja, Knights vs. Orcs. Am Anfang könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr ein Ritter sein oder wollt ihr ein Ork sein? Hier ist unser Held, unser Ork. Ich sage einfach mal der Ork-König. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Und ich setze jetzt meine Truppen mal hier ab. Ich setze meinen König hinterher. Du kannst dem König auch anzeigen, was er angreifen soll. Ihr seht es jetzt. Ich habe es da angeklickt und habe ihm gesagt, ihr sollt das angreifen. Vor allem der Kampf endet in 10 Minuten. Heftig. Wie lang das ist. Hervorragend. Okay, das war natürlich jetzt geschenkt. Es war natürlich echt geschenkt, der König, wie ihr das seht, unten an der Leiste, Heldenbefehle. Ich hab noch gar keinen. Das ist auch geil, du hast sofort halt so, das ist so ein neues Element, ne? Du hast halt hier so einen Held noch dabei und ja, jetzt tanzen meine Orks da rum. Ich habe nur einen verloren. Denke aber mal, dass die Krieger sich nicht wiederbeleben. Dass die im Kampf fallen und dann auch tot. Oh nein, sie leben noch. Ausbilden. Kaserne auf Level 2 erforderlich. Armeelager, ich hab doch überhaupt keine Kaserne. Muss ich die noch bauen? Na, mal gucken. Bauen. Armee. Ah, hier ist sie. Ah, das da unten ist die Kaserne. Okay. Ich kann die nur trotzdem dort auch schon ausbilden. So. Verkürzen will ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich nicht verkürzen. Ich will es verbessern. Für 1000 Öl. Machen wir doch mal. Das Gebäude beenden und einen Arbeiter... Ach so, okay, wir haben noch gar keinen Arbeiter frei. Weil das noch 40 Sekunden dauert und deswegen würde ich sagen, wir greifen einfach jetzt mal einen richtigen Gegner an. Spieler suchen. Wow, sieht schon ganz geil aus, die Animation. Boah, mein Hut, mein Hals. Und wie gesagt, was haben wir denn hier? Verfügbare Beute, ist mir zu wenig. Ja, wie gesagt, es ist halt mal ein Test. Ist es eine Clash of Clans Alternative oder ist es keine? Ihr könnt gerne eure Meinung dazu reinschreiben, aber generell würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, Leute. Wie gesagt, soll auch kein Ersatz sein für Clash oder sonst irgendwas. Das ist einfach mal ein Spieletest. Ihr wisst es ja, wir haben auch schon diverse andere Spieletests mal gemacht. Samurai Siege, Castle Clash. Was hatten wir denn da noch? Jungle Heat, Castle Clash, Samurai Siege. Zum Beispiel, um jetzt mal nur einige zu nennen davon, die wir alle schon hatten.
Aber ich finde jetzt irgendwie gerade auch nicht so den Gegner, wo man sagen kann, oh, der hat jetzt aber richtig viel. Ich habe auch das auch an der Seite noch nicht verstanden. Das muss ich das auch noch mal angucken. Was das zu bedeuten hat an der Seite. Aber ich weiß auch nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, nach wie viel Loot ich jetzt hier Ausschau halten muss, weil ich ja, wie gesagt, von dem Spiel auch keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt hier einfach ihn mal mit. Er hat auch nur eine Kanone. Und er hat. Ich weiß nicht, ob das Verteidigung, ob das dann gegnerische Sachen sind, zum Beispiel er hier. Ob er uns dann angreift oder nicht. Ah, okay, er befeuert die Kanone. Okay. Wir machen jetzt die Kanone kaputt. So, 8% Schaden. Ah, er hat seinen Kollegen noch dabei, unser Held. Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht. Ansonsten kann ich ja hier mal so ein, zwei Stück noch drumherum setzen. Ist ja egal. Geht dann halt ein bisschen schneller. Dieser Kampf endet zum Beispiel jetzt eher. Ne? Habt ihr gesehen, der hat da nur 3 Minuten Zeit. Bei der Kampagne eben war es ja etwas länger, wie wir das ja gesehen haben. Aber nun gut. Wir machen das jetzt mal eben kaputt. Ich weiß nicht, ob das Hauptquartier ist. Das Rathaus ist es ja definitiv nicht. Also wenn man das jetzt sich schon mal anguckt. Wir gucken jetzt einfach mal. Jetzt haben wir 50% Schaden und. Ja, 58%. Jetzt ist der König hier noch. Der Held. Den kann ich jetzt auch zum Beispiel hier hinschicken. Dann greift er erst das an. Das sind halt noch so taktische Elemente, die man hier hat. Um dann dem Held zu sagen, greif erstmal die Defensivgebäude an zum Beispiel. So, Beute jetzt erhalten. 100%. Bonus. Pergament Level 1. 100 XP. Okay. Verlorene Truppen umschulen. Was kann ich damit denn machen? Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Ich weiß nicht. Zur Basis. Wir gehen mal zur Basis zurück. Wie gesagt, das Angebot hat euch. Ich weiß nicht, glaube ich, hiervon noch ein, zwei Folgen noch machen soll. Ich weiß noch nicht. Hier kann ich auf jeden Fall. Könnte ich Truppen anfordern? Geht natürlich nicht. Weil ich noch keinen in der Gilde dabei habe. Das heißt. Rathaus. Na, das heißt doch Rathaus. Okay. Wir haben auch schon wieder neue Truppen fertig. Ich habe einen Arbeiter frei. Das heißt, ich kann die Kaserne im Grunde sofort verbessern. Für 1000. So. Dauert 15 Minuten. Ich werde es jetzt mal. Oh, gratis beenden. Schön. Jetzt habe ich nicht mehr genug Öl. Sonst könnte ich die auch nochmal verbessern. Wir können aber jetzt einen neuen ausbilden. Oder? Kaserne Level 2 erforderlich. Habe ich doch. Na gut. Wir werden jetzt nochmal einen angreifen. Wo muss ich denn da hin? Hier, auf Kampf. So, Spieler suchen. Haha, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt einen finden, den wir auch angreifen können. Gescheit mit ein bisschen mehr Loot vielleicht. 400, ne, ist mal zu wenig. Los. Lade und such mir. Ah, jetzt haben wir. Eben hatten wir immer so 250, jetzt haben wir so 300 bis 400. Ich weiß nicht, ob das dann immer anteilsmäßig steigt. 800 Gold, komm. 800 Gold. Er hat auch wieder nur eine Kanone. Also im Grunde relativ leicht. Kann man sagen. Jetzt könnte ich hier noch ein paar hinterher setzen von meinen. Ich nenne sie jetzt trotzdem einfach mal Orks. Weil ich. Infanterie ist das ja im Grunde und. Oh, der Held soll jetzt mal sofort darüber gehen. Er ist schon ein bisschen angeschlagen. Wir sehen es jetzt, aber kein Problem. Er läuft ja jetzt mal eben geschickt rum und kümmert sich jetzt mal eben um die Kanone hoffentlich. Komm, Held. Ja, schönes Ding. Sieh mal, hier noch eben. Hier noch eben zwei Stück hin. Und dann müsste das eigentlich laufen. Ich finde, die Grafik ist gar nicht mal schlecht, muss man sagen. Ich finde, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt wirklich meine ernsthafte Meinung hören wollt zu dem Spiel, ich finde es eigentlich. Vom Spielprinzip finde ich es besser als zum Beispiel solche Spiele wie Jungle Heat. Weil Jungle Heat war ich nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Castle Clash fand ich schon wieder ganz gut, muss ich sagen. Das Spiel war gut und das ist auch so auf einer Ebene, würde ich mal sagen. Also, wenn ihr noch eine Alternative sucht zu Clash, wenn ihr mal Langeweile habt oder so. Download-Link in der Beschreibung und dem Spiel auf jeden Fall mal eine Chance geben. Einfach mal antesten und dann kann man ja selber für sich entscheiden, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Und ja. Wir sind ja eben noch am Rödeln, machen jetzt eben noch die Goldmine kaputt. Hier ist sie. Dann kriegen wir noch ein bisschen Gold. Das haben wir einfach nur 364 Öl haben wir erhalten. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ich weiß auch gar nicht. Ich will mal gucken, ob ich die Kaserne jetzt vielleicht nochmal hoch machen kann, aber. Ja, 1300 haben wir, okay. Verbessern. So. Kann ich gratis beenden? Ich weiß nicht genau, wann ich etwas gratis beenden kann und wann nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier wieder. Ah, jetzt kann ich ihn ausbilden. Was ist er hier? Bogenschütze. Okay. Vergleichsweise wie bei Clash, ne? Barbar und Bogenschütze, das ist ja hier auch ungefähr.
kann allerdings nichts ausbilden, weil ich jetzt hier wieder schon alles voll habe mit Truppen. Wir müssen mal einen finden, den wir mal richtig angreifen können, damit wir da auch mal hier zum Beispiel, ihn hier zum Beispiel. Ich will einfach mal meine Truppen loswerden, damit ich die Bogenschützen mal ausbilden kann. Okay. Der ist nix. Der ist zu schwer. Wir nehmen lieber noch einen menschlichen Gegner, würde ich sagen. Wir sind auch bei 10 Minuten. Ich kann auf jeden Fall noch ein bisschen kämpfen. Bin ja gerade einmal hier im Spiel so gut drin. Da wäre ja schwachsinnig, wenn ich das jetzt hier sofort beenden würde an dieser Stelle. Also, meine Lieben. Ja, schon ein bisschen bessere Base, sieht man, ne? Heldenaltar sieht auch schon ganz gut aus mit der goldenen Statue da drauf. Zwei Kanonen, das gefällt mir natürlich auch gar nicht, plus Mauern. Eieiei. Eieiei, komm. Ah, hier ist auch wieder so einer mit so... Ist immer blöd, finde ich. Also, ich habe jetzt zwar noch nicht so ganz so viel Ahnung von dem Spiel, aber man sieht es jetzt schon. Kanonen hinter Mauern. Aber er hat relativ viel Gold und so, ne? Komm, den nehmen wir uns jetzt einfach mal. Ich habe jetzt zwar meinen Held nicht mehr. Mein Held ist leider momentan noch im Schlafmodus, aber wir nehmen uns das natürlich trotzdem mit. Ich will das Gold haben. Ah, jetzt bin ich allerdings erst auf die... Bin ich erst auf die Goldminen gegangen, ne? Wir wollen mal gucken, Pokale... Nicht so wichtig eigentlich momentan. Ab 50% kriegen wir ja schon was wieder. So, Heldenattack kaputt, 33%. Und jetzt kümmern sie sich dann gleich hoffentlich mal... Boah, die Mauern halten echt viel aus, muss man sagen. Die Mauern halten echt viel aus. Und meine Infanterie ist da auch relativ schlecht. Oh. Jetzt, das sieht da zumindest nicht gut aus. Aber wir haben zumindest... Na, wir haben 200 Gold gerade mal. Ja, wir haben immerhin unsere erste Niederlage. Und wir haben zudem... noch jetzt Platz für unsere Bogenschützen. Jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt bin ich mal schon ausbilden. So, hier. Erstmal, das ist 18, beide Level 2. Oh, ich habe nicht mehr genug Öl. Da müssen wir mal eben kurz... machen wir da mal 4. Und in der anderen machen wir eben... Ah, ich habe echt nicht mehr... Ich habe kaum noch Öl. Oh, ich habe echt kaum noch... Ich habe noch 12 Öl. Deswegen müssen wir mal eben gucken, dass wir mal die Ölproduktion ein bisschen steigern. Wo ist denn das noch gewesen? Hier. Ölbohrturm. Für 300. Dauert jetzt 17 Minuten. Jetzt habe ich immer noch einen Arbeiter frei. Und nochmal. Ah, hier sehen wir das gerade. Das ist auch ganz geil. Du siehst immer sofort, was du gerade baust und so. Das finde ich, das wäre bei Clash auch noch gut gewesen. Dass du immer sofort siehst, was brauche ich gerade noch und was, ja. Hier bauen wir jetzt auf jeden Fall noch einen Ölbohrturm. Ich baue jetzt natürlich erstmal noch absolut keine Verteidigung oder sowas. Und werde jetzt mal eben gucken, dass ich das jetzt mal eben schnell auch um Hilfe bitten. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Du kannst, wo ist denn der Chat überhaupt? Gilde? Boah, ich hab echt noch wenig Ahnung hiervon, tut mir echt leid. Aber ich weiß noch Nachrichten. Ah, okay, hier. Könnte ich jetzt zum Beispiel schreiben, hallo, könnte ich jetzt zum Beispiel schreiben. Hallo, und dann schreibe ich das da. Dann kommen da Nachrichten an. Auch nicht schlecht. So, Chat ist wieder weg. Gratis beenden. Ah, schön. Schön. Wir beenden jetzt mal die Sachen hier auf jeden Fall auch mal eben noch. Ich habe 420 habe ich noch. So, beendet. Hier auch für 1 beendet. Und jetzt würde ich sagen, greifen wir nochmal einmal an. Zuletzt nochmal einmal aller guten Dinge sind. Keine Ahnung, wie oft ich jetzt schon angegriffen habe. Aber es wird auf jeden Fall... Wird es noch wahrscheinlich... Oh, der hat echt viel. Goldlager ist auch leicht erreichbar eigentlich. Ja. Nehme ich mal mit. 1, 2, 3. Und noch Enie. Jetzt bin ich mal gespannt. Die sind schon am Schießen. Ich habe aber noch gar nichts gesammelt, ne? Oder sieht man... Die Beute, die man erhalten hat, sieht man die erst später? Ich weiß nicht. Er schießt ja schon da drauf eigentlich. Auch der da hinten schießt auch schon, aber ist jetzt gleich natürlich auch tot. Ich weiß, die Truppen sind jetzt noch relativ schlecht, ich weiß. Was habe ich jetzt erhalten? 0%! Ich habe nichts erhalten. Ah, du kriegst nichts, wenn du auch gar nichts zerstörst. Das ist ja auch geil. Okay. Das wird mit den Prozenten mal genommen. Ah, das ist auch gut zu wissen. Ja, wir haben jetzt sowieso kein Öl mehr da, um noch irgendwas zu machen. Deswegen würde ich sagen... Ich werde mal eben noch was verbessern, nämlich den Ölbohrturm. So, auf Level 2. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Download-Link in der Beschreibung. Und ja, Gilde ist, wie ihr das ja hier seht, Mobile Fanboy. Wenn ihr noch weitere Videos hier zu sehen wollt, gebt mal einen Daumen nach oben. Und macht's gut. Bis zum nächsten. Tschüss.